Lauf mal zum Supermarkt, da bin ich schon. Ah, bist du das? Bin drinne. Ja, hallo, hallo, hallo. Hi. Oh Gott. Ich hab Angst vor Zombies. Bin mega angeschlagen. Okay, dann komm mal her. Okay. Hier ist eine Uhr. Hallo, Uhr. Oh mein Gott. Guck, siehst du, Tobi, guck mal da oben, was auf der Kasse liegt. Ey, das ist eine Cola. Ja. Und das ist überall so hier. Dankeschön. Egal, wo man hingeht. Na gut, jetzt vielleicht nicht an den Regalen hier, aber im Hintergrund. Oh, was ist das? Eine Karte. Nice. Und hier so zum Essen. Was ist das? Nee. Orange Shepherd. Orange Shepherd ist... Bist du tot? Nö. Er schießt mich nicht ordentlich durch die Scheiben an. Mit einer AK. Wo ist denn der? Draußen? Lass uns steht der draußen? Draußen, oder? Ja. Der steht irgendwo draußen. Ich versuche ihn zu scouten. Hast du eine Waffe? Nee. Daniel? Warte, ja, ich habe eine Waffe, eine Pistole. Aber ich muss wissen, wo der steht. Ich habe den jetzt von der Feuerwehrwache irgendwie gehört. Oh. Bist du hinten? Bei mir ist Arme abgestürzt. Bist du hinten? Bei mir ist Arme abgestürzt. Oh, okay. Ja, sieht man. Du rennst da wie wild rum. Hm. I don't like. Ich starte meinen Rechner neu. Irgendwas läuft hier gerade falsch. Okay. Hoffe, ihr da. Combat Log. Wo bist du, Mucka? Player Combat Log. Einer hat. Du standst gerade in der Mitte. Player Combat Log. Ja, Tobi vermutlich. Ich bin am Sozialbauten Krankenhaus. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Kannst du zuordnen, von wo die kamen? Feuerwehr. Aus der Richtung. Soll ich dann nochmal hochkommen? Ich wollte jetzt zu dir und zu Tobi kommen, da wo Tobi Combat Locked hat gerade. Dann gucken wir mal. Wo war denn Tobi? Hallo. Ist so, da stand er in der Mitte des Bildes. Icarus has just Combat Locked. Oh, what the fuck? Und. Ich habe übrigens auch schon eine Toolbox. Okay. Ich bin jetzt bei diesen Sozialbauten, weißt du? Mhm. Sag mal, ist das wirklich so, dass jetzt Reifen und so weiter auch immer nur einen Slot wegnehmen? Also Motorblock Benzin, ja. Benzin glaube ich nicht. Ein Benzinkanister war immer noch drei. Ich schau mal. Ich habe jetzt keine Strafe dafür gekriegt. Wo genau war Tobi? Hinter dem Supermarkt, irgendwo rumgerannt. Reifen nehmen auch nur einen weg. Oh mein Gott. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, aber naja. Die Bruder Ghost hat das ja genau umgekehrt gemacht, die haben das ja mehr angepasst sogar. Oh, ja. Ich hab die ganz lange Sanduhr. Die kommt mit locker Sanduhr. Oh, Schüsse. Auf dich? Mucka? Nee, ich war das nicht, ich laufe aber dahin. Nee, ob die auf dich waren. Nee, der ist aber bei Tobi am Tor. Ja, der schreibt mich an. Der schreibt dich an. Der schreit. Was schreibt er denn? Wo genau ist denn der Tobi? Bitch und so. Oh. Ah, da schreien sich zwei an. Ich glaube mit Fresh Spawn. For fucking sake. Habt ihr eine? Schreit kannst, der du, eine. Kannst du die orten, Tobi? Warte. Einsehe ich. Keine Ahnung, wo ich hier liege, ey. Seh den. Ich höre Schüsse. Ich glaube, der ist im Supermarkt, oder? Nein, der ist dahinter. Deswegen. Okay. Da reden die beiden zwei miteinander. Sich gegenseitig an, aber der trifft ihn nicht. Aber der blutet, also der. Frauenskin hat die AK. Ja. Fuck, jetzt hat er mich. Bist du tot? Ja, ich bin tot.
Komm von hinten. Kannst du die Bombe nennen? Ja. Ist tot. Der oh, Mucka, Alter. Unglaublich, wirklich. Muss ich ja echt mal für flamen. Wir wollen irgendwo inkognito auf den Server gehen, ne? Ja, seriously? Kann, weißt du doch nicht. Wir schreiben die ersten Leute Faker. Wir schreiben die ersten Leute Faker im Chat. Super. Oh Gott, ey, Mucka, du bist so ein Vollidiot, ne? Das, ohne Scheiß, Mucka, du bist ein richtiger Idiot. ist überhaupt nicht böse gemeint, aber weißt du, du tust idiotische Sachen. Die qualifizieren dich manchmal als Idiot. So, das wollte ich nur sagen. Weiß, das war nicht das Schlauste. Ja, aber ja. Passiert? Gehört dazu. Wir hacken nicht weiter drauf rum. Doch, kann also ich nicht. Ich muss Tobi vielleicht. Hören. Ich fang gleich noch an, warte. Ja, aber das ist immer noch besser als Combat Zillung. Alter. Das ist ein bisschen low gerade. Das ist low. Weißt du, mein Rechner sagt nee und macht hier Faxen, Alter, und krieg schon wieder Angst, dass die Festplatte durchballert und du fängst mit Combat Lock an. Nicht so gut, Mucka. Wenn man vergisst, seinen Namen zu ändern. Wobei ich das vorhin sogar noch selber gesagt habe. Aber ey, macht euch keine Sorgen. Es ist ja nicht so, als wenn das irgendjemand hier aufnehmen würde. Deswegen müssen wir keine Sorgen uns machen, dass Mucka vielleicht irgendwie mal irgendwann aufgedeckt wird. Als jemand, der seinen Namen nicht ändert, wenn wir inkognito zocken wollen. Das ist ja gut, dass wir nicht aufnehmen. Ich wollte gerade sagen. Brauchen wir das auch nicht wiederholen, klar und deutlich. Und ich spreche jetzt auch nicht extra in Hochdeutsch. dass Mucka vergessen hat, seinen Namen zu ändern und jetzt schon erkannt wurde. Du Narre! Du Narre! Du Narre! Wie du sagen würde. Du Narre! Haha! Mucka? Willst du es mit Ausreden versuchen? Oh, ich hab ja gar nicht meinen Namen geändert. Aber sicherlich findet das niemand. Oh, ich bin tot. Aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Versuch's doch. Menschen machen du Narre. Hey Mucka, lass den Namen ändern, wir auf den Server gehen. Ja, mach, hast du gemacht, Mucka? So. Ja, ändere deinen Namen. Ich bin der Narr. Das mache ich, wenn du dich Combat Logger nennst. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Herzlich willkommen, wir spielen übrigens heute Daisy Epoch. Zusammen mit Flame Tobias, dem Mucka und dem Daniel. Daisy Epoch ist eine neue Mod. Mit Mucka, dem Nah und Tobi, dem Logger. Ja, und Daniel, den strahlenden M1911er Helden, der gerade dem bösen Bandit den Headshot gegeben hat. Ja, Daisy Epoch, nur mal kurz, um was zu erklären, damit auch der Flame War hier aufhört. Daisy Epoch hat ein neues Housing-System und wir wollen neue Häuser bauen. Und zwar nicht so wie bei Origins, so nuklearsichere, bulletproof, 1337, mein Gear ist die ganze Zeit sicher Häuser, sondern das sind Häuser, wo man auch einbrechen kann, wo man die Codes knacken kann und. Und außerdem sind die deutlich freier, man hat nämlich nur so einzelne Elemente und muss sein eigenes Haus zusammenstellen. Ja, so viel dazu. Wir haben noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man das baut. Zumindest ich nicht. Tobi, du vielleicht? Nö, lass mich überraschen. Ja, ebenso, wir lassen uns überraschen. Und nachdem wir jetzt Cherno. Wir wissen auch gar nicht von der Mod, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber man kann nur Häuser bauen, okay. Das weiß ich. Und die sind aus einzelnen Elementen. Die sind nicht wie bei Origins, also was ich gerade versucht habe anzusprechen. Man kann in die einbrechen, man kann das Loot daraus klauen und so. Also wenn man es richtig anstellt und genug Zeit hat, glaube ich. Und ja. Cherneros und so. Schauen wir mal, wie das so wird. Das gute alte Cherneros. Genau, das gute alte Cherneros. Ja, Tobi? Was aber hier gut modifiziert wurde. Um mal aufzuklären, Mucka hat, ja, wie gesagt, vergessen sich umzubenennen und mein Rechner ist gerade crashed und jetzt mussten Mucka und ich uns natürlich flamen. aber ich wollte ja nur anmerken, das hat ja niemand gesehen, was alles passiert ist. Also weder den Commit-Log auf der linken Seite meines Bildschirms gerade oder rechts den Fail von Mucka, yo, auf der rechten Seite meines Bildschirms gerade. Deswegen, das wird alles absolut in Erinnerung verfallen. Tobi? Danke, dass du das auch wirklich explizit Combat Lock nennst. Kein Problem. Also, aber guck mal, wenn wir darauf zoomen, dann steht da Icarus has just Combat Locked, wie du vielleicht auf der linken Seite meines Bildschirms gerade siehst. Und auf der rechten Seite, wenn wir zoomen, dann steht da Mucka Yo has been killed. Das kann ja auch sein und so, aber das Ding ist, du weißt doch, Tobi, pass auf, wir finden jetzt ein Auto. Und das gehen wir dem Daniel. Und der darf es kaputt fahren. Ich wollte gerade sagen, und dann mach ich es kaputt und dann zoome ich nochmal in der Mitte auf mein Bild. Eigentlich müsste ich mich mal auch irgendwann. Weißt du was, Mucka? Ich glaube, das ist Daniel sein Plan. Der hetzt uns immer gegeneinander auf. Eigentlich müssten wir mal gegen Daniel arbeiten. Einmal. Tobi, ohne Scheiß, du kannst dich nicht mit Mucka fraternisieren. Das funktioniert nicht. Warum nicht?
Mein Mucke hat irgendwann in den Rücken fällt. Das Bündnis, ich schieß hier einfach gegen alles in jenen. Oh, Leute, soll ich ein Zelt mitnehmen? Ja, ich hab sogar ein Zelt. Desert heißt meins, was ich übrigens gefunden hab. Wir sind übrigens gerade durch... Camping-Tent. Ja, aber nicht Desert oder so? Nee, einfach nur. Ah, okay. Ich schieße, falls ihr mich hier hört gerade. Achso, an der Stelle, wo du gerade gestorben bist, Mucke, da habe ich nur deine Waffe weggenommen, ne? Da könnt ihr nochmal hingehen und die andere Waffe mitnehmen. Ja, sag das am besten Tobi, der hat ja keine Waffe. Achso, Tobi, bist du... Ich hab eine. Ach, guck mal. Komm mit Log. Ah, Icarus wiederkommen mit Log. Tobi, hey, log dich wieder ein, komm, es geht weiter. Nee, Tobi, hast du schon eine Waffe oder hast du keine Waffe? Hier ist eine AK bei so einem Zombie. Die hole ich mir jetzt. Okay. Also, bei einem Zombie? Du kannst ja übrigens weitere Munition von den Typen noch bekommen. Okay. Ja, der liegt nämlich so, weißt du, wenn du vom Supermarkt über die Häuser Richtung Kirche gehst, weißt du ungefähr, welchen Weg ich meine dann? Da ist so ein Haus, ein rotes Haus, wo man durchläuft meistens, um Zombies zu shaken. Okay. Da liegt der so. Ich glaube, ich bin gerade bei dem Typen. Der hat die AK hier. Ja, genau. Und daneben liegt übrigens auch Mucke, yo. Hallo. Hi. Was bin ich? Und da kannst du uns ein paar andere General Supplies mitnehmen. Ja? In meiner Tasche war auch eine Menge, also. Ja. Wenn ihr da Professional Survival Equipment haben wollt. So nicht anders. Alles da. Ich bin übrigens schon mal so ein bisschen Richtung Norden gelaufen, nur mal so ein bisschen erkunden, was hier so gibt und so. Bin jetzt gerade an diesem Electricity Farm, also da am Kraftwerk, an dem Umspannungswerk, so. Ich muss gerade mal überlegen. Warte mal. Wo war jetzt? Also ich habe jetzt nämlich nur ein AK-Magazin mit einem Schuss drin. Okay. Warte mal, und hier ist so ein rotes Haus, meinst du? Nee, also der Typ, ne, der lag auf dem Boden, direkt auf der großen Straße, aus einer Hauptverkehrsstraße. Also da ist, okay. Guck mal, da ist ein rotes Haus und da ist eine Kirche. Geh mal zur Kirche und dann... Ja, den hab ich gefunden. Ja, genau. Der hatte ein Magazin mit einem Schuss. Genau, und daneben lag Mukayo auch noch. Der hatte eine M4, so, die ich jetzt die habe. Leuchte war weg, leider. Ah, okay. Übrigens, du hast ja noch am Anfang vermutet, ob die Leichen hier genauso sind wie bei Daisy Origins. Sind sie aber wohl nicht, scheinbar. Die zerplatzen nicht. Ich finde das echt immer noch ein cooles Feature mit dem Zerplatzen. Ein ehrliches Feature, sagen wir so. Ist einfach nur cool, weil dann die Leute nicht in den Boden versinken, wenn sie sich schnell ausloggen. Ja. Also ich habe ein Camping Turd Desert, 4 Bloodbags dabei, ganz viel Essen in verschiedenen Formen und Farben. Ich habe sogar... Habe ich gerade was gehört? Sorry, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas neben mir gehört. Ich habe irgendwelche Dosen, wo das Etikett abgegangen ist und wo man nicht weiß, was drin ist. Die geben wir einfach Tobi dann zu essen. Gut. Vermutlich Katzenfutter und so. Tobi als Geschmackstester, ja. Orange Sherbet. Red Bull habe ich ganz viel, also für Mucke, damit er mal ein bisschen wacher wird. Und ich habe noch eine extra Karte für euch dabei und eine extra Toolbox. Für den Fall, dass was schief geht. Erklär mir doch mal, warum Mucke wacher werden muss. Der vergisst doch nicht sich, der vergisst doch sonst Sachen nicht. Du sag also. Mal, kannst du mir mal sagen, wofür die Passiv bei Garen ist? Ja, natürlich, kann ich dir erklären. Moment, ich nehme mir 2 Minuten Zeit, um dir alles zu erklären. 5 Minuten später. Wofür ist eigentlich die Passiv bei Garen? Ja. Und nicht anders, Mucke, ey. Eat that dirt, ey. Oh, wenn Sorgen. Man eine M1911 splittet, bekommt man 2 Revolver-Magazine. Oh, seems legit. Also ich bin hier gerade mit Facility Loot versorgt. Übrigens am Anfang, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit in die Aufnahme genommen habe. Ich habe es zumindest aufgenommen, Mucke, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Da habe ich dich als friendly getaggt. Also mit diesen coolen grünen Kugeln, die man aneinander machen kann. Das ist zwar nichts Realistisches, aber im Endeffekt, wenn man im Real Life sich sozusagen trifft und Tag as friendly macht, ich meine, man erkennt ja Gesichter sozusagen auch im Real Life. Ja. Ne? Und dann ist es schon okay. Ich finde, das ist schon eine Spielmechanik, die in Ordnung ist sozusagen. Kannst ja hier leider keine Gesichter individualisieren. Ja, man kann irgendwie so Gesichter uploaden und irgendwie manchmal gibt es ja auch so Fehlermeldungen, so von wegen face.jpg is too big und so ein Kram. Aber irgendwie habe ich das noch nie gemacht. Ich mag mein schwarzes Gesicht. Und die Brille. Ach. Hab ich denn? Cup. Oh, ich bin Physiklehrer, wie immer. Ja, natürlich, wie auch im Payday. Ja, man muss sagen, das mit den Armbändern ist immer noch besser gemacht, als dass man irgendwie so ein Zeichen auf dem Kopf hat oder sowas, man durch Schwindel sieht. Also. Ja, das stimmt schon, ja. Wie bei Arma 3, das meinst du, ne? Dieses Oktaeder da, dieses Oktaer, genau. Achteck.
Dass man so durch die Wand alles sieht, wer wohl. Nun gut, ich bin bei dem örtlichen Krankenhaus jetzt angelangt gleich. Das ist gut, weil dann läufst du einfach da den Berg hoch und dann treffen wir uns da, weil ich liege sozusagen oben auf dem Sniperberg. Ich hatte gehofft, ich könnte irgendwas töten, was da sniped, aber da war natürlich nichts. Ich warte einfach hier auf dich und auf Mucka. Ehrlich gesagt habe ich auch gerade keinen Bock irgendwie auf ein Gefecht oder so, sondern ich will mir erstmal die Map hier angucken. Ich wollte ja nur sicher gehen, ich wollte uns ja nur eine Waffe sichern, womit Mucka dann alles töten kann für den Fall, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Zombies. Alter! Oh, oh Gott, bist du das? Oh, ich hab dich gerade erschossen. Tut mir leid, Mann. Ich hab auf Zombies geschossen, die haben mich verfolgt. Oh Gott, ich hab nur einen Schuss neben mir gehört, hab mich umgedreht und hab auf dich geschossen. Ja, da waren halt die Zombies und ich wollte gerade sagen, dass die Zombies hier die ganze Zeit hinter mir sind. Ich warte hier. Gut, hat jeder einmal gefällt von uns. Wow! Ich hoffe, dass das... Was passiert? Auf mich wird gerade geschossen. Okay. Ich dachte, doch irgendwo welche da. Ja. Jetzt bin ich auch tot. Oh, okay. Doof. Dim, dim, de, de, dim, dim, de, de, dim, dim. Powerplant war das, ne? Dann leuchtet auf ihn. Es sind so viele Tote, Mucka. Powerplant. Ja, wurde ich echt beim Powerplant treffen? Warum nicht? Guter Treffpunkt. Absolut. Wenn man Eier in der Hose hat. Und sterben möchte. Ja, ich weiß ja nicht. Oh, der hat einen Czech Backpack. Hast du nicht gesagt, das ist das größte hier auf der Map? Ja, also ich, es, nee, also ich meinte nur, dass das halt 40 Slots hat. Das ist halt ziemlich groß, ist meiner Meinung nach. Hier ist einer ein großes Backpack-Koyot. Oh mein Gott, der hat richtig viele Sachen mit. Vielleicht ist das der Typ, der mich getötet hat oder so. Oh Gott, nein, bist du ich das? Bin das? Ich bin das, ich bin das. Ich töte mal eben hier die ganzen Sachen. Der hat Geld im... Oh Gott, warum schießt du denn, Jungs? Der hat Geld im Rucksack mit dabei gehabt. Ey, wir sollten ganz, ganz dringend verschwinden. Ich habe das Gefühl, das ist wertvoll, was er hier drin hatte. Lauf einfach zu irgendwelchen unsuspicious Städten, so kleine, weißt du? Mhm. So kleine Dörfer, da komme ich okay. Dann auch hin. Ich mag das mehr. Und ich, also Mucka, ich bin jetzt gerade... Lass mal Richtung Norden abhauen. Was? Norden. Okay, ich versuche noch das Coyote-Backpack davon zu looten. Mach dann das. Komm ich. Ich schlag mich zu euch durch. Und wir treffen uns dann irgendwo... in. Also ich bin jetzt... passt nördlich von Tscherno, sag mal so. Ich versuche halt hier alles zu umgehen und ich laufe dann irgendwo dahin, wo ihr sagt, dass ich hinkommen soll. Mhm. Versuche dann zu finden. Der hat so Säcke mit Gold oder Geld oder so im Rucksack gehabt. Das ist richtig krass gewesen. So eine Dagobert Duck-Säcke, weißt du, was ich meine? Ich schau mal kurz, wie die heißen, warte. Mhm. Also wirklich, so eine Dollar-Säcke, weißt du. Ah, der hat Fuel Barrels dabei. Wo bist du lang? Zombie Parts sind das. Nach Norden? Ja, oder? Nach Norden jetzt, ja. Ich bin aber immer noch hier in der Feuerwache und laufe jetzt gerade raus, weil ich gerade geblutet habe. Okay, ich laufe auch raus. Okay. Lass einfach unten entlang laufen. Ja, ich will jetzt so einen Weg laufen, den man normalerweise nicht unbedingt so laufen würde. Ja, ich laufe einfach unter dem Berg, weil... Du hast vor mir, ne? Wie war nochmal die Metal Gear Solid Theme? Die summe ich auch manchmal. Das ist halt echt verflixt. Manchmal mache ich Metal Gear Solid, manchmal mache ich halt Mission Impossible. Mir fällt's gar nicht Metal Gear Solid. Ja, irgendwie. Also würde ich jetzt aber auch gerne mal wissen, ey, wie war das denn noch? Oh Gott, ey. Muss ich mal wieder hören. Fürs nächste Mal. So oft und so lange MGS gezockt, aber wirklich viele Teile davon. Oh, ich bin tot. Alter. You are du wirst geschossen? Nicht, ne. Nee, oh Gott, ich dachte, ich wäre tot, Alter. You are overburdened. Overburdened, das kenne ich aus Morrowind. You are overcomburdened. Comburdened. Ein Wort, was ich nie aussprechen konnte als Kind. In Fallout kann man da einen Perk für nehmen und dann kann man trotzdem noch schnell reisen. Das fand ich immer ziemlich cool. Ja, so ich... Oh Gott, warte mal. Ich bin overburdened. Also ich glaube, ich trage zu viel mit mir rum, Mucka. Ich muss langsamer okay. Laufen. Ich kann nicht mit dir rennen. Also ich habe ja so ein Backpack Coyote, 50 Slot nebenbei, mitgenommen. Da drin sind zwei Standardmagazine, Bloodlack EpiPen, dreimal Jerrycan, 6-mal Raw Beef, 2-mal Raw Chicken Leg, Scrap Metal und 7 Zombie Parts, diese Dagobert Duck-Säcke. Nice. Zombie Parts in the Bag. Trade these for Biomeat and Medic Traders. Nee, add Medic Traders. Also
Gegen Essen kann man die tauschen anscheinend. Meiner rennt immer automatisch los und dann falle ich immer direkt um. So, hier. Das bist du, ne? Ja, hi. Hallo. Willst du mir ein Blatt weggeben, dann verlierst du vielleicht ein bisschen Platz. Ja. Dann bleib stehen. Oh Gott, was habe ich getan? Nein. Baker's friendly, hallo. Das ist die absolut sicherste Stellung, wo man sich ein Bloodbag geben kann, oder? Ja. Ja. Du bist friendly getaggt. Yay, ich erkenne dein Gesicht, hallo. Du bist Mucker. Tactical glasses are now tagged as friendly. Oh, ich kipp die ganze Zeit um, Mucker. Dann leg einfach ein bisschen ab, warte, ich nehme dir was ab. Vielleicht hallo. Ist die Fatigue gestiegen. Warte, also ich darf vielleicht nicht die ganze Zeit so rennen. Meinst du, ein Epipen macht mich wieder fit? Warte, ich nehme den mal. Ach Gott, jetzt hör auf zu krabbeln. Ich hasse diesen dreckigen Wagen, das ist so schlimm. Meine Fresse. So, oh mein Gott, du hast 20 Liter so füll. Oh, da ist ein Zombie. Nicht 20, 210 Liter. 210, what the fuck? Rotpeil, Thermomet und KW, also. Da habe ich 225 Kilo in meiner Tasche. Guck mal, ob du jetzt laufen kannst. Woran siehst du das denn da? Ach, da oben. Das sind keine Kilo, das sind LB. Was ist LB für eine Gewichtseinheit? Tobi, gib mal bei Wolfram Alpha LB in Kilogramm ein. Kann gerade nicht, glaube ich, wird frei Feld. LB, was soll das sein? Das ist eine amerikanische auf jeden Fall, die sagen auch mal alles in LBS sozusagen. Ja, also LB und dann mit S. Ist auf jeden Fall eine imperialistische, auf jeden Fall, ja. Weil, ach oh Gott, ey. Ja, ich kippe immer noch um, Booker. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Muss ich jetzt irgendwie vor dem Moment liegen bleiben oder so? Oder muss ich was essen? Warte, warte, ich gebe dir jetzt einen EP-Pin. Okay. Ich stehe auch immer auf. Erstmal. Kipp mal nochmal um. Ich drop mal jetzt hier Scrap Metal. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie so ein bisschen. Gucken wir mal, wie viel trage ich jetzt? 400. Warte, warte, du musst dich einfach ausruhen, Daniel. Warte, ich möchte aber nicht mich ausruhen, währenddessen ich auf diesem Berg hier sitze. Oben, total öffentlich und von allen okay. gesehen. Ich hab dir jetzt mal die 210 Liter Dings weggenommen und das wird meinen Platz einfach mal verdoppeln. Oh ja, jetzt auch Pfund Gott. Ist das, Daniel. Pfund, ah, okay, alles klar. Pfund. Dankeschön, Mucker. Ich glaube, jetzt kann ich für einen Moment weiterlaufen. Training. Für meinen trainierten Körper ist das ja easy peasy. Ich wollte gerade sagen. Wenn du noch so zwei Fässer hast, no problem. Mhm. Ich würd gerne so zwei noch so an die Füße schnallen, weißt du, damit das Laufen so. Bisschen zum Training wird. So. Definitiv, Mucker. Ah, so. Wir laufen jetzt also ein bisschen in Richtung Norden und dann treffen wir gleich einen guten Tobi und dann GG well played, richtig? Dann haben wir durchgespielt. Genau. Achievement unlocked. Alle drei zusammen. Für länger als 5 Minuten. Friendly Fire. Ah, oh, Tobi. Ah, nee, warte, ich hab dich ja gerade umgebracht. Ja. Sorry. Na gut, Tobi, bis gleich dann. Bis gleich. Wow, was? Hey, Mucka. Hm? Ja? Kleines Nickerchen? Teabaggen. Ich weiß nicht, ob dieses Fuel-Fass irgendwie eine gute Idee ist, dass wir es mitschleppen. Das ist echt ein bisschen hart. Ja, ich lasse es mal hier. Ich würde schon wissen, was das so macht. Vermutlich füllt das extrem viel Sprit auf. Nö, ich lasse das nicht liegen. Ich würde es auch nicht nehmen lassen. Lass dann mal hier so zweimal Scrap Metal. Ich glaube, meine. Oh nein, ich nicht. Guck mal, dieses unauffällige Fass, was plötzlich auf dir liegt. Guck mal, was ich so droppen kann. Neue Sachen können wir nicht liegen. Willst du die Zombie-Parts mitnehmen? Dann nimm du mal hier die ganzen Zombie-Parts aus dem Ding. Alter. Jerrycan kann man ja auch zwei liegen lassen. Bloodpacks haben wir auch nicht so viel. Ja, das. Ich werde niemals in meinem Leben Bloodpacks irgendwo liegen lassen. Alter, das Fass nimmt 400 weg. So. Hast du zufällig ein Feuerzeug oder so? Oder ja. Streichhölzer? Ja. Okay, ich hab Can Unknown. Dann pass auf, dann schmeiß ich dir mal noch ein bisschen Holz hin, dann kannst du mal eben Feuer machen, dann können wir ein bisschen grillen. Das ist das Tobi-Katzenfutter, was ich dir verabreichen wollte, Tobi. Ja, das wolltest du mir verabreichen, ne? Ja, klar. Da liegen Blutpiles drin, kannst du eben einmal Feuer machen. Finde ich gut, dass sie nur einen Platz wegnehmen. Ah, warte, nein. Mein letzter Charakter, der leider gestorben ist auf dem Berg, der hatte Feuerzeug dabei. Ja, okay, nein, das. Ja. Dann
weiter Richtung Norden. Geh in Norden, Tobias, geh in Norden. Ich laufe jetzt Richtung Osten. Osten. Ich muss ja zu euch irgendwie. Ach so. Ja, ich muss ja zu euch kommen. Ich komme ja von Tscherno. Alles klar. Sollen wir irgendwo einen Treffpunkt ausmachen? Ja, oh. lass uns. Bist du gerade wieder umgekippt? Ja, ich treffe das fast da jetzt. Okay. Jetzt nicht. Gott. Aber ist echt cool gemacht so. Ja. Geh doch halt fast rein und roll dich doch weiter immer. Oder warte, du hast so ein Zelt, Daniel, ne? Ja. Wolltest du eben aufbauen? Ja, lass mal hier irgendwo aufbauen. Okay. Da vorne ist so ein See einfach hier am See. Wenn wir das Zelt aufbauen, dann müssen da die Viewer hingehen und müssen dann, also die lieben Zuschauer, ihr, dann müsst ihr da hingehen und Sachen in das Zelt reintun und müsst so ein Foto machen, wie er daneben steht. Das Fass lasst ihr drinnen, bitte. Das Fass muss drin bleiben, übrigens. Das ist das Prestige-Fass. Ihr dürft das auch so neben euch hinstellen und dann so ein Foto machen. Das ist okay, aber es muss drin bleiben. Gott, jetzt komme ich genauso weit wie du. Ja, ich überlege gerade, wo ich das am besten hinbaue. Ich glaube, ich baue das da vorne in den Damm rein. Es ist übelst ruhig hier übrigens. Also, es sind irgendwie keine Spieler oder so. Die wurden jetzt die ganze Zeit nicht angeschossen. Suspicious. Du redet nochmal einer in Dark Souls, wenn du ihn ansprichst. Ist das der Typ am Anfang am Lagerfeuer? Nee, das ist der Zwiebelritter. Ah, okay. Ja, also der Ritter von Katharina, der so aussieht wie eine Murmel da. Ja, das ist der Typ, der auch vor diesem Tor sitzt, ne? Der so extrem übelst gepanzert ist, wie so eine Zwiebel, oder? Ja, ja, genau. Genau. Ja, genau der. Da weiß ich mal nicht, was er machen soll. Ist langweilig. So, ich bin jetzt hier absolut realistisch in diesen Damm rein und baue jetzt das Zelt hier unten auf. Ja, atmen wir nochmal tief ein und wieder aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist schon Zelt drin. Oh mein Gott, nein, Muka, viel besser. Komm mal her. Man kann mit Numpad hoch und runter machen, die Konstruktion. Also man kann richtig übertrieben gut die Sachen irgendwo reinbuggen. Genau, oh, das ist aber nicht der Sinn. Oh mein Gott. Doch, klar. Professionelles Reinbuggen von Gegenständen. Oh, ich habe das Building außerdem gecancelt. Warte mal, was haben wir denn noch für Optionen gehabt? Pitch Tent? Craft Desert Net? Craft Forest Net? Oh, aus dem Zelt kann man Netze basteln übrigens. Ich stehe, also up dann Netze, down. Die man... Wo genau hast du das Autos gebaut? Down, down, wo? Ich hab's noch gar nicht aufgebaut, ich bin gerade im Wasser, unten am Damm. Da habe ich mich gerade reingebackt, halt unten ins Wasser. Ja. Halt reingebackt, ich bin einfach reingelaufen. Combat Logged, Nerium. Wieder ich glaube, ich habe aber viele Probleme. Alter! Ich glaube einfach nur der Client. Aber ich glaube nicht, dass alle Combat Long oder so. Oh. Ups. Hast du geschossen? Ja. Jetzt bin ich in Combat, weil ich geschossen habe und deswegen kann ich nicht mehr bauen. Okay, dauert ein bisschen länger. Wo bleibst du denn, Muka? Bin unterwegs. Wenn du mal hier auf deiner Seite vom Damm mich anguckst, ich habe so ein kleines Problem, muss ich sagen. Ist hier ein bisschen zu warm geworden? Ich habe mir den Fuß umgeknickt und jetzt, Oh mein Gott! Da ist ein Hahn! Hast du schon mal einen Hahn gesehen in DayZ? Ein Hähnchen? Ja, ein Hahn. Nee, ein männliches Hähnchen. Mann, Hähnchen. Jetzt ohne Scheiß, hast du jemals einen Hahn gesehen? Ein Cock? Nee. Ich auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich... Ja! Ein männliches Huhn! Der ist ja mega bunt. Sieht eher aus wie eine Ente, muss ich zugeben. Der hat so einen schwarzen Schwanz und so einen roten Kamm und ist total orange und ich habe noch nie so ein Vieh gesehen. Der war gerade mit mir unter Wasser. Der ist gerade ein bisschen tauchen gegangen. Ich will nicht sagen, dass es ein neues Model ist, aber ohne Scheiß, das sieht mega cool aus. Muka, musst du mal herkommen. Ja, ich bin dabei. Da sind ja auch Fische drin? Ja, man kann bei der neuesten DLC-Version angeln, ne? Ja, eben. Stimmt. Vielleicht kann man das hier auch. Daniel, wäre echt cool, wenn du jetzt das Zelt aufbaust. Wo bist du denn? Du musst erst den Hahn angucken.
Nee, ganz ja, ehrlich, ich kann nichts angucken, weil ich zu schwer bin. Ich kippe die ganze Zeit um aber wo hier. bist du denn gerade? Deswegen warte ich, bis du ein Zelt aufbaust, dass ich das Ach, ablenken da kann und bist du! läufst an mir vorbei. Hey, Mucka! Wup, wup! So, komm mal einen Schritt weiter. Mucka? Ja. So, erstmal, guck mal, hier vorne ist der Hahn drin. Guck mal hier. Ja, ich seh's. Du kannst gehen vielleicht, ne? Wenn du Shift die ganze Zeit drückst. Nee, ich bin auch gerade, Entschuldigung, ich bin auch gerade, Gut, Mucka, dass du so ein professioneller Aufnehmer bist und deswegen dein Handy ausmachst und deinen Namen änderst, wenn wir auf den Server gehen. Kannst du jetzt endlich mal kommen? Ich will den Hahn zeigen. Guck, hier unten ist er. Nein! Was? Was okay, das war knapp. Ah, okay. Ja, komm, ich baue jetzt einfach das Scheißding auf. Ey, wir sind echt weit unter Wasser. Overburdened, okay. What the fuck? Das ist ja geil. Ja, genau, guck mal jetzt. Hast du zufällig einen Painkiller? Ich hab das Gefühl, irgendwie. Klar, selbstverständlich. Wackel ich meine ein bisschen. Oh, leg nur dieses vermaledeite Fass weg, ey. Oh, warte mal, es gibt hier mehrere Stages. So, das ist Stage 1, die ich jetzt gerade vollführe. Jetzt kommt Stage 2. Und jetzt kommt Stage 3. Oh nein! Weh, es ist fertig, Mucka! Woo! So, kippen wir jetzt nicht mehr um? Ja, aber ich hab Probleme, ich bräuchte einen Painkill. Achso, also. Hast du jetzt den Hahn hier gesehen? Nee, wo denn? Hier vorne. Im Schilf. Hä? Yeah. Bei mir ist hier kein Hahn. Da, vor mir direkt. Ah. Siehst du? Oh, guck mal, der hat gerade seine Flügel gespreizt. Warte, ich geb dir mal. Soll man den töten? Was? Was? Was tust du da? Was? Mucka? Ey, nice to see you, civilian. wer sagt das? Zu dir auch, oder was? Ja, bei mir ist das auch. So, da brauche ich auch. Ich kann dir keine Painkillers geben, Mucka, aber ich kann dir was ins Coyote reinlegen, okay? Das war sehr schön. Meine Fresse, ist da viel Platz in deinem Coyote. Willst das du da etwa gerade das Vieh töten? Ne? Nein. Jetzt komm weiter, lass meinen Hahn in Ruhe. Moment, Moment. Aber vielleicht droppt der was schön. Ach, schon recht, vielleicht. Ja, komm. Mit droppen kriegst du mich immer übrigens. So. Hast du den gezogen? Was? Hast du den jetzt gerade gezogen? Das Vieh? Wie gezogen? Ja, es sah gerade so aus, wenn du es gezogen hättest, so. Weißt du, so hinter dir hergezogen hättest. Two meat steaks. Hast du genommen? Chicken Leg ist hier drin. So, komm, jetzt lass endlich mal weitergehen, Mucka. Wir wollen eigentlich Häuser aufbauen und nicht die ganze Zeit die Naturwelt hier erkunden oder Zelte irgendwo hinbacken. Die backen immer drauf ein perfekt aufgestelltes Zelt. Eben, unter Wasser. Okay, kleine Pause, ich bin der Chef. Alles klar, warte. Warte, wie geht das? So, oder? Wie bist du denn jetzt da zurückgegangen? Ah, es geht? Alles klar. Okay, ich bleib hier sitzen, Mucka, okay? Ja. Bis gleich, Tobi. Okay, Tobi, bis gleich. Wo ist Tobi eigentlich? Warum? Hallo. Bis gleich.